Hallo Semia, schönen guten Tag. Sie wollen Schichtzulagen berechnen und haben mir dazu einige Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wie erkennt denn das Programm, ob es ein Samstag, ein Sonntag, ein Montag und so weiter ist, um entsprechend Zuschläge hier einzutragen? Hier mit dem Datum kann ich nichts anfangen. Wenn ich aber für dieses Datum Zahlen hätte von 1 bis 7, dann könnte ich darauf auch die Zuschläge berechnen. Da gibt es eine einfache Funktion, die heißt Wochentag. So, der Wochentag. Aus dieser Zelle, im Moment kann ich sie nicht anklicken, weil meine Formel rüberschreibt, aber das ist die B4, Semikolon. Und jetzt kriege ich meine Hilfe hier von Excel. Jetzt werde ich nämlich gefragt, wie die Wochentage berechnet werden. Wenn ich hier eine 1 eintrage, dann wäre die 1 für Sonntag und die 7 für Samstag. Dann würde meine Woche also immer von Sonntag bis Samstag zählen. Aber ich denke mal, ich nehme die 2, dann zählt die Woche von Montag bis Sonntag. Also ich trage hier die 2 ein. Mit Enter bestätigen. Jetzt gebe ich meine Funktion nach unten weiter. So, die 1 steht für Montag, die 2 für Dienstag, für 3 Mittwoch und so weiter. Und hier eben die 7 für Sonntag. Und wenn ich jetzt meine Zuschläge berechnen möchte und ich weiß, ich kriege sonntags wesentlich mehr Geld, dann kann ich ja sagen gleich, wenn diese Zelle, wenn das eine 7 wäre, dann kriege ich 25% und sonst kriege ich eben immer nur 15%. Das mit Enter bestätigen, die Funktion nach unten weitergeben und sagen, es soll Prozent werden. Wir können es nochmal in die Mitte stellen. So, also hier ist ein Sonntag, da kriege ich 25%. Hier ist auch ein Sonntag, da kriege ich auch 25%. Und die anderen Tage kriege ich eben nur 15%. Sehen wir, ich denke mal, das war der erste Schritt für Ihre Schicht. Zulagenberechnung. Hat Ihnen vielleicht schon mal geholfen? Freut mich, wenn es gefällt. Schöne Ostern. Tschüss.